Und erwartungsgemäß hat das Robert-Koch-Institut heute vergleichsweise wenig neue Corona-Infektionen gemeldet. Die Zahlen stiegen um 782 Fälle. An Sonntagen sind die gemeldeten Fallzahlen oft niedriger, weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten an das Robert-Koch-Institut übermitteln. Insgesamt gibt es rund 16.500 aktive Covid-19-Fälle in Deutschland. Die Zahl der Toten ist auf 9.269 gestiegen, zwei mehr als am Vortag. Der Reproduktionsfaktor erhöht sich leicht, liegt laut RKI aktuell bei 1,13.